Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mundaun. Die letzte Folge haben wir damit beendet, hier in der Erinnerung unserem Großvater zu folgen. Hier ist er mit dem Kreuz. Ich glaube, wir haben jetzt alle Zeichen, welche wir auf dem Stück Papier gefunden haben, mittlerweile gesehen. Das heißt, hier müssten jetzt die Strohmänner kommen. Un'intera armata è pronta per fare l'attacca. Aber hallo, das sieht mir eher wie normale Person aus, halt so kriegmäßig. Aber auf dem Bild war das ja, glaube ich, so ein Vieh, was wir in der letzten Folge abgestochen haben oder auch nicht. Also eins haben wir gekriegt. Aber da ist Panzer, ganzer Angriff. Ja, die kommen nicht auf uns zu, die stehen, ne? Opa, was machen wir? Korporal Walter Eusturz. Ja, ich glaube auch, die greifen gleich an. Ach, das ist Jeremias. Lieber Herr, bitte schütze uns. Sollen wir jetzt bloß noch abwarten? Da ist der Tod wieder. Ich nenne ihn jetzt einfach Tod. Vielleicht haben die einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen, dass sie hier noch nicht sterben, aber dafür vielleicht später. Aber wie immer werden wir mit tausenden Fragen im Kopf zurückgelassen und nichts wird aufgeklärt. Ist das wieder die Kapelle? Ne, sieht ein bisschen anders aus. Oh nein, von der Ziege. Quella cavolo del siemi. Nissel mein so ciao. Deck mir erstmal mit ein, falls der kleine Hunger kommt. Ah doch, das ist schon die Kapelle. Hat nur alles etwas gruseliger geworden und hier geht's auch nicht mehr runter. Heilige Scheiße. Darf ich durch? Bin Arzt. Vielen Dank. Das ist wieder Serpentini. Il pittore artist. Und es regnet irgendwie Steine. Halte ich für eine... Au. Au. Oh, halte ich für eine... Oh Gott. Halte ich für eine gute Idee. Wenn es gruselig ist draußen, immer erstmal auf dem Friedhof. Schnell hier drunter. Was steht jemand an Opas Grab? Der Pfarrer ist es wieder. Ich sah sie im Krieg. Aber wir können, okay, wir können Gesprächsthemen wählen. Etwas gefunden, auf Wiedersehen. Ja, ich würde erstmal sagen, dass wir ihn im Krieg gesehen haben. Ja, war eine Vision. Я вивів у зронт Луяра. А Флорина мусауан си чой. Хеле шоне діне стаді на фон спеціал. Куєрен тем стіс на лецце зурас. Е досе вені най пуш бай тем стіс. Дункле Zeiten? Тем стіс? Аз вил мая каплота.
Ella venite po' fanata. Buona idea! Cocca la poteva surmontare la sava ed entrare in la caplotta. Io avevo in un veglio la mia visione di Luiara. Chi è qui? E lei è di una buona comparisa nel decorso della storia, in tempi di disperazione. Ed ossa è il barra tornaus. Sollen wir ihm jetzt den Ziegenkopf geben? Il ciao caura era si l'altà. Il ciao da d'allegria. Chi è allegria? La caura preferita del corporal Walter. Ti sto sputà il ciao a Walter. E sarà guidati de pli, scel vol. Chi è corporal Walter? Walter. In kai stausend Jahre gut ihr tate mai. Mir skorporal era schelera bo pop in manader da vaia. Florina ai sia niazza. E ne uam fiau quel corporal Walter. Io ai bo viu el de Pions. Tiu tata visitau el en siu bunker. El portava refurniment. Poi des es die F-Fasche, die wuz in Chacunel. El er dine staus in nach Sturm. E durant lo jara ai tutta un monumento. Wo ist denn der Bunker? Nur il Bunker. Ti sto sita le via si. A poi ai si memia luce. Io traccio che ti sto esse prendere il muvel de Florin. Ja, richtig Bock. C'hai refurniment portava tate del. Na, bestimmt Wein oder Alkohol. Florina deponio quella claftir mai. Forse anfle se pli en si un lubratori. Cau prenela. Senza vese, signor Plevon. Und das Wetter wird immer schlechter. Großpapas Arbeitszimmer untersuchen. Aber es ist ja trotzdem komisch, dass er hier in den Zeiten der Verzweiflung an dem Grab von unserem Großvater steht. Ich glaube, da hat jemand Gewissensbisse. Felsenregen hat aufgehört oder Steinregen. Wir sollten es auch noch tagsüber haben, also müssten wir keine Probleme mit den Strohmännern kriegen. Hoffe ich zumindest. Dann schauen wir mal in das Arbeitszimmer, ob wir da was finden. Ich hoffe doch mal den Schlüssel von dem Truck. Mit dem wir dann zu Corporal Walter fahren. Ist schon alles ganz schön merkwürdig, was hier so vor sich geht. Haben wir die Tür offen gelassen? Oh Gott, hat die mich erschreckt. Hallo kleines Mädchen, Nichte von Walter. Redet nicht mit uns. Verhör. Sprich, was weißt du? Denk nix. Mach trotzdem lieber das Licht an. Das ist der Schlüssel? Ah, cooles Schloss. Die muss die so gruselig gucken? Sie hat doch irgendwas um den Hals. Passt aus wie das Teil, was wir im Inventar haben, dieses hier. Wo haben wir es denn? Es ist weg? Ach nein, hier drüben war es. Entschuldigung. Nicht ganz, aber ähnlich. Na gut. Und das Coole ist eine Modelleisenbahn? Ich glaube, wir haben erstmal dringlichere Sachen zu tun. Können sie leider nicht aufsammeln. Wir hatten ja schon eine Wegbeschreibung zu den Bienen. Sieht aus wie böse Männer, die uns die Bienenstöcke klauen. Ah, vielleicht sind es auch nur die Imker. Ah ja, sah so gruselig aus. Das ist wahrscheinlich einfach nur das Netz vorm Gesicht. Damit sie nicht gestochen werden. Das ist auch die Kapelle.
Das sieht ein bisschen anders aus. Obwohl, nein, das ist der Glockenturm obendrauf. Ein Brief. Ich habe stark das Gefühl, dass wir irgendwann noch auf den Gipfel des Mundauns müssen. Bergluft. Extra starker Tabak. Cool. Haben wir das jetzt eingesteckt? Können wir jetzt mal eine Pfeife durchziehen? Könnte ich gut gebrauchen gerade. Ah, wunderschön. Bringt uns das was? Ich dachte, wir kriegen dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Mut, aber leider nein. Schön alles zu der kleinen pusten. Ja, auch mal ein Zug. Guckst du vielleicht ein bisschen freundlicher. Ja. Oh, wir haben zu viel geraucht. Ein Zug geht noch. Es tut mir leid, aber ich musste das einfach tun. Ist okay, kann ich die auch wieder wegpacken? Wir haben die jetzt einfach dauerhaft hier einstecken wahrscheinlich. Hier, Per Walter. Per Walter. Mel, Florina, Fein, Kaures, Vinars. Sper Vinars Saiolina im Pleit, Trezokul Gummi, Bogni. Okay, also sollen wir ihm wahrscheinlich Honig, Heu und Schnaps mitbringen. Entschuldigung, ich habe schon wieder drauf gedrückt. Tut mir leid. Ich dachte, wir können die Seitenfächer noch aufmachen. Fenster hat er abgehangen und hier fehlen die Batterien, ne? Ja. Mehr ist leider nicht. Hat er eigentlich gehofft, einen Schlüssel zu finden. Aber leider nein. Hier ist auch noch zu. Dann ist eine gute Frage, was wir jetzt als nächstes tun. Weil was haben wir für Hinweise? Also na klar, einmal den Honig. Und es stand da, Honig ist Florin. Und Florin ist ja das kleine Mädchen hier. Warum sie einfach so in unser Haus eingebrochen ist? Gute Frage. Aber ich wüsste jetzt tatsächlich nicht mehr groß, was wir noch tun können. Aber wir haben die Quest noch nicht fertig mit Arbeitszimmer. Die Frage, war das überhaupt sein Arbeitszimmer hier? Aber vermutlich schon, weil hier ist noch zu. Hier oben drin waren wir ja schon. Nee, waren wir noch nicht. Aber dafür haben wir leider auch keinen Schlüssel. Kriegen wir dann vielleicht erst von dem Walter. War das das Arbeitszimmer? Sieht nicht danach aus. Lasst uns nochmal kurz hier eben reinschauen, ob wir vielleicht doch noch was übersehen haben. Den Brief haben wir uns schon angeschaut, die Bilder auch. Du weißt doch was. Sag Bescheid. Ansonsten haben wir ja alle anderen Räume im Haus, die wir öffnen konnten. Stehe ich gerade ein bisschen vor einem Rätsel. Heu sammeln mit Movil. Da brauchen wir erst den Truck. Honig finden, weiß ich wo, aber wir kommen leider noch nicht durch den Tunnel. Zündungsschlüssel finden und Arbeitszimmer. Irritiert mich jetzt, dass die Quest noch nicht abgehakt ist mit dem Arbeitszimmer. Hier waren wir auch schon, das kennen wir alles. Wir haben auch wirklich keinen Schlüssel mehr einstecken, ne?
Tabak, Pfeife, wir haben Kaffee. Aber das war's dann leider auch schon. Ach komm, so hoch war das gar nicht. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, alles Stroh zu verbrennen. Ich hoffe doch, dass wir genügend Streichhölzer finden, dass wir nicht irgendwann leer sind, wenn wir welche brauchen. So, hier war auf jeden Fall unser Truck. Aber leider kein Schlüssel. Bin mir nicht sicher, ob die daraus kamen oder bloß aus diesen größeren Dingern da hinten. Müssen wir in der nächsten Nacht mal etwas genauer beobachten. Jetzt ist die Frage, wir waren in dem einen Gebäude da oben noch nicht. Ich glaube, da machen wir jetzt mal noch hin. Eventuell finden wir dort etwas. Aber dass wir das halt noch nicht abgeschlossen haben mit Arbeitszimmer untersuchen, macht mir gerade Angst. Aber eventuell brauchen wir ja vorher die Batterien für die Eisenbahn. Und finden dann dort das nächste Puzzlestück. Ist schon alles sehr, sehr merkwürdig hier. Bin mal gespannt, was es mit dem alten Mann auf sich hat. Ich glaube fast, das ist der Teufel. Mein Großvater Jeremias und der Walter haben einen Pakt mit ihm geschlossen, dass sie diese Nacht im Krieg überleben durften. Aber dafür wahrscheinlich einen großen Preis zahlten. Hier war der Maler. Den hatten wir auch nochmal gesehen, als wir hier aus der Kapelle raus sind. Ich glaube dort. Ist aber auch nicht mehr da. Dann bleibt uns tatsächlich nur noch das... Was war das? Kleine, gli isch sind interi. Ich sehe zwar kein Licht auf dem Friedhof. Jedes Mal, wenn ich hier hoch will, werden wir durch was anderes abgelenkt. Wir machen jetzt trotzdem erstmal hier hoch. Hier geht's dann wahrscheinlich auf den Berg. Ah, es ist gar kein Haus, es ist bloß ein Tunnel. Na gut, dann machen wir doch erstmal zum Friedhof. Aber ich werde gerade das Gefühl nicht los, dass hier jemand auf uns wartet. Ich glaube, es kommt hier aus dem Haus. Aber ich möchte ungern nochmal sterben. Scheiße. Wir müssen da rein, auch wenn ich nicht will. Da läuft der Strom an. Tür zu. Also anscheinend sind die doch nicht nur nachts unterwegs, aber ich möchte den ehrlich gesagt nicht angreifen, weil unsere Heugabel definitiv dann kaputt geht. Dann würde ich jetzt doch lieber erstmal wieder zum Friedhof. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Wir sind jetzt gerade den falschen Weg gelaufen, ne? Wir hätten hier unten lang gemusst. Können wir jetzt bloß nochmal mit der Seilbahn fahren? Ah, die steht noch unten. Ach Mist. Ist natürlich äußerst ärgerlich. Ein kleiner Durchgang ist ja auch nicht. Nee, da müssen wir wieder über den Berg. Entschuldigung. Aber ich wusste ja leider auch vorher nicht, dass wir... zum Friedhof müssen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, hier den Tunnel lang zu gehen. Aber ich glaube, so weit sollen wir im Spiel noch gar nicht gehen. Naja, ich bin mal gespannt, was uns auf dem Friedhof erwartet.
Und was das genau sein wird, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr, wie gewohnt, geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.